Seit Anfang der Woche gibt es in der Dornburger Straße eine weitere Baustelle. Mit Tiefbauarbeiten erweitern die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck das Fernwärmenetz im Damenviertel. Deshalb ist die Dornburger Straße für die Dauer der Arbeiten im Bereich der ehemaligen Sixt-Autovermietung voll gesperrt. Der Autoverkehr wird über die Nollendorfer Straße und den Spitzweidenweg umgeleitet. Letztere ist aufgrund der Baumaßnahmen nur in Richtung Scharnhorststraße befahrbar. Der Straßenbahnverkehr ist hingegen nicht betroffen. Bis Mai sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Grund der Maßnahme ist die Modernisierung von bestehenden Wohngebäuden. Außerdem wird im kommenden Jahr ein weiteres Wohnhaus entstehen. Da auch der Leitungsbau in der Dornburger Straße zwischen Robert-Blum-Straße und Scharnhorststraße fortgesetzt wird, kann es gerade im Berufsverkehr zu Verzögerungen kommen. Autofahrer sollten hier mehr Zeit einplanen.